Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben. Das sind wahrscheinlich alle ein paar Dudes. Wir gehen hier einfach mal durch und gucken, was wir hier machen müssen. Wir sehen zwar nicht besonders gastfreundlich aus, aber... Yo, hey, woo. Oh, 1 gegen 1, komm. Gib ihm. Komm. 50 Euro auf den rechten. Nein, komm. Box zurück, komm. Ja, sauber. Ich habe 50 Euro auf dich gesetzt, das musst du auch hinbekommen. Ich habe nichts gesagt. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen, geht einfach weiter. Der wollte uns aufpöbeln, aber wir haben ja Tess auf unserer Seite. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Müssen wir hier lang? Ich suche Sieht aus wie so ein Drogendealer. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay, wir dürfen hier anscheinend durch. Dank Tess. Was ist? Wieso läufst du auf einmal? Was? Look for the light. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ist hier jemand? Die haben Waffen. Dreht um. Geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Oh. Ich glaube, das sieht nach der ersten Schießerei aus. Ducke dich hinter Objekte, um Schüssen auszuweichen. Du Mistkerl! Ist aufpassen. Oh, ich bin nicht so gut im Zielen, Mann. Ich kann das... Okay. Ich spiele zwar hin und wieder GTA, aber so gut bin ich noch nicht im Zielen. Ich glaube, das wird nachher Zeit für ein Medikit, was? Okay, ich glaube, ich habe ihn ins Bein geschossen. War's das? Gut gemacht, Cowboy. Das war jetzt ein bisschen nötig, aber wir haben wieder einige Patronen bekommen. Können wir Medikit nehmen? Nee, sieht nicht so aus. Anscheinend haben wir keins mehr. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Achso, war ja klar. Komm hoch. Okay, gut. Jetzt kommen wieder die Räuberleiter. Hat ja gut geklappt. Das sollten wir immer noch umgekehrt machen. Es kann doch nicht sein, dass sie uns mit einem Arm hochziehen kann. Bitte. Danke. Es war trotzdem gerade noch ein bisschen unnötig, dass wir die Männer erschossen haben. Ich meine, die haben uns nichts getan. Die wollten uns zwar aufpöbeln, aber ja gut. Ups. Hier drüben, Joel. Ja, ich seh's. Hier durch. Wow! Okay, das hat auch gut geklappt. Mehr von Roberts Leuten. Ah. Ja, weißt du, ich seh sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Oh. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ja, ich würde. Das wollte ich eigentlich machen, aber... Nein! Das wollte ich gar nicht! Komm! Dude. Oh, ich habe ihn in die Nüsse geschossen! Gibt das extra Punkte? Was? Wo kommen die jetzt her? Das wollte ich eigentlich gar... Hör auf, mich zu boxen! Bam! Junge!
Was willst du machen? Bam! Bam, Junge! Bam! 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 Okay, das Spiel macht mir Spaß. Hier, verarzte dich. Danke. Schauen wir uns um. Ich brauche noch Übung. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Er hat einen Schlüssel. Danke für den Schlüssel. Lagerhaus. Schlüssel. Ansehen. Select drücken. Lesen. Wir lesen einen Schlüssel. Ich schätze mal, wir müssen hier lang oder da, oder? Tess, sag mir, wo es lang geht. Du bist meine treue Helferin. Ist hier irgendwas drin? Munition oder so? Wäre sinnvoll. Okay, nee, hier scheint... Wobei... Ah. Medikit. Finde ich irgendwie schade, dass wir nicht mehrere haben können. So, ich schätze mal, wir müssen hier lang, oder? Ah, sieht immer so gruselig aus. Ach so. Diesmal werden wir das auf jeden Fall klüger machen. Hä? Das ist eine Flasche. Es ist gleich Sperrstoffe. Sollen wir den Headshot geben? Ah, es sind drei, ne? Warte, ich muss gucken. Okay, es sind drei. Kommt gleich einer rein? Sonst geben wir denen einfach einen Headshot. Die kommen rein, oder? Ah, wir versuchen die... Okay. Upsi, das wollte ich nicht. Hä, was sind das denn für Dummdödel? Zielen mit L1 und... Boom, 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 boom! Bam, Junge! Bam, bam, bam! Ich hab ne Geisel, ich hab ne Geisel, ich hab ne Geisel, ich hab ne Geisel! Ich hab ne Geisel! Ich hab ne Geisel genommen, wie cool ist das denn? Ja, schieß ruhig, schieß, 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 schieß! So, bam, Junge. Das hat doch gut geklappt. Waren das alle? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und mit... Womit werfen wir nochmal? Ah, nee, warte mal. Okay, wir können... Ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Tess, wo bist du? Geht's dir gut? Tess? Hallo? Was machst du denn da? Sind da welche? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kommst du jetzt oder willst du mich verarschen, Mann? Ich verstehe nicht, wo ihre Probleme sind. Ja gut, gehe ich eben ohne sie weiter. Wäre, glaube ich, aber nicht sinnvoll, da sie schon eine große Hilfe ist. Ich glaube, alleine würde ich ihr abkratzen. Ja, kommst du jetzt? Oh! Okay, ich hab's verstanden, was dein Problem ist. Ah, das habe ich natürlich nicht gesehen. Mist, aber auch. Okay. Ich halte mich am besten nach dir. Sonst würde ich hier eiskalt sterben. Ah, ich glaube, wir müssen langsam hinterher, was? Wo ist der Typ hin? Oh. Das sind doch mehr als gedacht. Hast mich nicht gesehen. Okay, er kommt gleich. Ja, jetzt so. Ich hab dich jetzt dreimal beschossen, Mann. Wow. Komm her. Der hat Waffen oder Medikit. Oder sowas. Komm, 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 komm. Hä? Will er mich? Ach so. Das war ein Schuss in die Brust, Mann. Das muss doch tödlich sein. Wo ist Tess schon wieder? Aha. Ich habe nur noch vier Schüsse. Da, 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 da. Das war wieder ein Schuss in die Brust, Mann. Und jetzt ein in die Nüsse. Wenn du jetzt noch aufstehen würdest, das hätte mich gewundert. Okay, Munition, sehr gut. Wir bräuchten hier mehr Leute. Wir bräuchten mehr Munition. Ja,
Das stimmt. Ja, sie stimmt mir zu. Los, zu den Jobs geht's hier lang. Packen wir's. Komm. Boah. Ja, komm schon, du kannst mich hier mit einem Arm hochheben, aber mir nicht dabei helfen. Okay. Naja. Weiter geht's. Alter, sind das viele. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wie wirft man... Bist du lebens... Ach, ich dachte schon, ey. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja. Kampf oder lautlos? Achte auf deine Vorräte. Okay. Ich glaube, wir müssen uns für den lautlosen Weg entscheiden. Das Problem ist, wir müssen erstmal einen hier hinbekommen. Oder irgendwie darüber kommen. Weil da, glaube ich, niemand ist, oder? Bewegen uns. Ganz leise. Ich glaube, der ist das erste Opfer, den wir jetzt so suchen werden. Das Messer. Wie wechselt man eigentlich die Waffen, würde mich mal interessieren. Da ist ein Zettel, den können wir leider nicht aufheben. Wir haben nicht die Zeit dazu. Vorsichtig, ganz leise, ganz leise, ganz leise, ganz leise. Huste nicht, was ist denn? Hä, was ist? Das hat ja schon mal gut geklappt. Ah, ich sollte das Messer mitnehmen. Achso, ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit denen du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Oh, okay. Das können wir noch aufheben. Select. Ich glaube, wir können viel mehr in der Tasche machen, aber das sollten wir jetzt nicht machen, sondern wenn wir mal eine ruhige Minute haben. Das schaffen wir nie im Leben. Wir müssen es von der anderen Seite probieren. Oh oh. Tess, mach was. Oder er soll stehen bleiben. Wir müssen auch hinten aufpassen. Mich sieht keiner, oder? Backstein, geil. Ein Messer, noch eins. Okay, das ist auch gut. Wo ist der? Das Messer benutzen wir mal. Das haben wir auch gut geregelt. Okay, Backsteine haben wir genug. Tessie lag irgendwo im Messer. Wo ist das Messer hin? Doch, das war eine Molle. Irgendwas. Oder? Nee, das ist eine Flasche. Aha. Okay, Flaschen gehen natürlich auch. Die Frage ist, wie wechselt man Waffen? Würde mich auch mal interessieren. Oh, fuck. Fuck. Okay. Wenn sie alle in unsere Richtung... Ja, Tess, mach doch was. Da haben wir wohl in den Kopf eingetreten, was? Du hast mich nicht gesehen. Seht da drüben nach. Okay. Komm her. Oh, verdammt! Box. Okay, ich glaube, die haben uns langsam bemerkt. Deswegen sollten wir uns langsam was einfallen lassen. Falls ihr das Spiel kennt und irgendwelche Tipps für mich habt, ihr könnt mir das ruhig in die Kommentare schreiben. Ich bin relativ unerfahren in solchen Spielen. Dieses Spiel wurde ja von dem Macher von Uncharted gemacht. Ja, ich habe mir das Spiel mal angeguckt, aber sonst hatte ich nicht viel mehr damit zu tun. Lauschmodus aktiv. Oh!
glaube, den werden wir greifen, wenn er uns nicht sehen sollte. Erwürgen, würde ich sagen. Das Messer müssen wir uns aufheben, das darf nicht abnutzen. Das müssen wir für Situationen behalten, die schwieriger sind als diese. Ich glaube, die kommen wirklich auf uns zu in diesem Spiel. Ups. Lauschmodus aktiviert. Okay, er ist direkt. Er kommt. So, wo sind denn die anderen? Hier in der Nähe scheint wirklich nichts mehr zu sein. Wir können weiter reingehen, Tess. Das klappt. Waren das alle? Wow. Wenn Tess läuft, dann waren das alle. Das haben wir doch schon relativ gut angestellt. Robert ist bestimmt da drin. Wahrscheinlich, ne? Gehen wir. Okay. Here we go. Hallo, Robert. Okay, hier ist es schon mal nicht. Ich spiele gerne Karten, wie es aussieht. Mach die Tür zu. Ah, können wir da reingucken? Natürlich nicht. Das war knapp. Tess, pass auf. Reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Danke für die Waffe. Sind da noch Patronen drin? Ich glaube nicht. Robert! Robert, komm her, wir wollen reden. Joel, hier lang. Ja, wir müssen jetzt hinterher, was? Boom, Junge. Komm, wir wollen nur reden. Nur reden? Ich hoffe, gleich kommen nicht seine Anhänger. Wir haben ihn gleich. Hier rein, ne? Wo lang jetzt, Tess? Tess, hilf mir doch. Ja, willst du mich verarschen? Vielleicht hier lang? Okay, das war der richtige Weg. Nur reden. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Hey, pass auf! Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Jetzt rede. Stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Au! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Die Was? Fireflies haben wir schon vorhin mal gehört. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Oh, ein Schuss hätte auch gereicht. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Guter Plan. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Er liegt hier. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal.
Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Deal. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Passt schon. Ich glaube, wir sollten den Deal eingehen, was? Wir müssen hier weg. Sofort. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von The Last of Us. In dieser Folge haben wir wieder einiges erlebt. Wir hatten wirklich eine ganz große Schlägerei bzw. Schießerei. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Dann würde ich auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.